Galileo heute mal ganz anders. Zwei liebe Kollegen haben gestern in ihrer Show gegen ihren Arbeitgeber ProSieben verloren und müssen sich deshalb in den Dienst des Senders stellen. Das heißt für die beiden ein kürzeres Wochenende und wir können früher nach Hause gehen. Hier sind sie. Herzlich willkommen, Joko und Klaas, hier bei Galileo. Schön, dass ihr da seid. Guten Tag. Vielen Dank. Guten Tag. Für drei Tage werden die beiden jetzt die Show moderieren. Und Sie zu Hause können übrigens über die Join-Me-App abstimmen, wer von beiden der bessere Wissensmoderator ist. Vielen Dank dafür. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich übergebe euch das Studio. Ja. Bin am Freitag wieder bei euch. Das war's? Das war's schon von mir. Ja. Ihr könnt jetzt übernehmen und gut, okay. Viel Spaß haben. Haben eine schöne Freizeit. Alles klar, wir probieren nichts kaputt zu machen. Das wäre okay? Super. Und seid nett zu unseren Zuschauern, bitte. Wir sind sehr nett. Wir sind auf jeden Fall nett. Wir passen auf alles auf hier. Wunderbar. Viel Spaß. So. Warte. Tschüss. Ja. Ja, warte, bis er weg ist. Ja. Warte. 21. So, ja. Hallo, herzlich willkommen herzlich bei Galileo. Herzlich willkommen hier bei Galileo. Wir haben alles, was ein echtes Wissensmagazin braucht. Wir haben Innovationen, Informationen, Tech. Wir haben die Inspiration, wir haben Augmented Reality, wir haben die wir haben alles. Wo ist der geile Scheiß hier? Ich bin schon ganz staunig drauf, falls Sie das gebrauchen können. Wir bringen das Staunen zurück ins Kinderzimmer, hätte ich bald gesagt, aber in die Haushalte. Ja, aber es ist auch wichtig, dass man die Augen immer offen hat. Und wenn ich staunig drauf bin, dann kann ich Ihnen sagen, hier passiert eine ganze Menge. Und Sie werden jetzt auch staunen. Denn ich finde, das Opening dieser Sendung, das müsste, wenn wir beide hier sind, schon mal ein bisschen angepasst werden. Mhm. Ich habe mir da die Mühe gemacht und habe ein bisschen was vorbereitet. Ein neuer Opener für Galileo. Ich denke, das ist der richtige Einstieg für uns beide. Man moderiert sofort ganz anders, wenn man hier steht. Man moderiert überhaupt mal, ne? Ja, richtig. Ja. Das kommt auch jetzt schon hinzu. Hier, der neue Opener von Galileo. Für Sie und für uns. So, und? So, was ich jetzt nicht bedacht hatte, ist, dass wir auf diese Musik natürlich jetzt hier drin stehen und gleichzeitig tragen wir Anzüge. Das passt natürlich gar nicht. Doch, das passt. Das ist das passt überhaupt nicht zusammen. Und das schafft Aufmerksamkeit. Und da in diese Aufmerksamkeit hinein werden wir Sie informieren. So, und ich will jetzt hier erstmal einen Rudel Giraffen. Warum? Weil das geht in diesem Studio. Guck mal, was dieses Studio alles kann. Das ist das Faszinierende. Jetzt laufen wir, sind jetzt mitten in einem Giraffenrudel. Und das Tolle ist, wir können dich auch in ein Gurkenglas stecken. Willst du es sehen? In einen Gurken? Ja. Was soll denn dieser Scheiß? Das ist super. Das ist das Geile am Galileo-Studio. Das ist Technik. Das ist nicht nur, wir zeigen nicht nur Technik, die aus der Zukunft kommt, sondern diese ganze Show ist Zukunft. Das soll hier ein Wissensmagazin werden, was A, das Staunen zurück in den Haushalt bringt. Ey, aber und wer hat Forschung schon mal, mit Neugier oder sowas verbindet. Wer hat dich schon mal im Gurkenglas gesehen? Niemand. Das ist das allererste Mal. Ich könnte sogar mich jetzt in dein Ohr reinmachen. Nee, das geht nicht. Wie du geguckt hast. So. Naja, gut. Geht's jetzt los? Jetzt geht's los. Beitrag oder was? Ja, jetzt kommt ein Beitrag. Ja. Ja, hab vergessen. Über was? Hab ich vergessen. Gut, also, naja, egal. Also, wir wünschen euch viel Spaß jetzt mit dem, was jetzt kommt bei Galileo. Und immer schön aufpassen, ne? Weil ihr sollt ja was lernen. News aus der Technik. Ah, guck mal, das kommt jetzt. Hast du dir gemerkt, ne? Hast du mich vorgeführt. Dankeschön, direkt am Anfang. Jetzt kommt hier tatsächlich eine kleine Stimmungsveränderung in die Sendung. Und dafür wäre es mir sehr wichtig, dass wir bedrohliche Musik hätten. Können wir dafür bedrohliche Musik einmal abspielen, bitte? Ah, das ist gut. Also, wir reden jetzt mal über Ostseeinseln. Jeder, der von Ihnen zu Hause schon mal auf einer Ostseeinsel war, weiß, da holt man sich schnell was weg. Da sitzt man in einem Eiscafé Venezia, trinkt einen Cappuccino und zack hat man Salmonellen. Ja. Wer denkt, dass das schon das Schlimmste ist, was einem auf einer Ostseeinsel passieren kann, der war ja wohl noch nie auf Reims. Denn Reims, das ist eine richtig fiese Insel. Da treffen sich Wissenschaftler, also beruflich jetzt nicht, aus Hobbygründen, und die züchten da irgendwelche Seuchen, um herauszukriegen, weiß ich nicht, vermutlich, wie man die bekämpfen kann. Oder um mehr darüber zu erfahren, weil wir alle wissen ja, wenn es erstmal losgeht, dann hört das so schnell nicht auf. Deswegen gibt es diese Ostseeinsel Reims. Und die haben da so Gebäude und da punchen die da rum. Wie so mit richtige Häuser haben die da? Häuser und da haben die Reagenzgläser und Pipetten und sonst was. Und normalerweise darf man da nicht drehen, weil, wie gesagt, man da also sich infizieren kann. Dann haben wir also Mitarbeiter hingeschickt, bei denen das nicht so schlimm ist. Wir würden gerne mal ein bisschen plaudern mit Ihnen über Sumo-Ringen. Ja, das ist genau richtig. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Sumo-Ringen waren in Ihrer Freizeit oder so und die Regeln vielleicht kennen. Es gibt tatsächlich nur zwei Dinge, die beim Sumo-Ringen explizit verboten sind. Das ist an Haaren ziehen und Frauen. Frauen sind auch nicht erlaubt beim Sumo-Ringen. Das ist ziemlich unmodern und irgendwie sind das ja schon so ein paar Jahrtausende, die das jetzt so läuft. Wird Zeit, dass sich das ändert. Denn es gibt eine Frau, die möchte das ändern, die heißt Hiyori Kon
und engagiert sich jetzt dafür, dass zumindest eine von den Regeln vielleicht demnächst ein bisschen aufgeweicht wird. Haare ziehen. Wir haben hier das erste Mal das Privileg, mit seriösen Redakteuren zu arbeiten. Das kennen wir ja gar nicht. Aber die können uns mal richtige Antworten auf unsere Wissensfragen geben. Ich zum Beispiel, der eine oder andere wird das wissen, fasziniere mich schon sehr lange für die Tiefsee und die Fische da drin. Und dann habe ich der Galileo-Redaktion die Frage gestellt, weil mich das interessiert, wie vermehren sich eigentlich Tiefseefische? Und die Antwort hat Galileo, also die Mitarbeiter, die haben es mir hier aufgeschrieben, ja? Jetzt müssen wir das aber nur noch verständlich rüberbringen. Und deswegen ist Joko jetzt schon drüben in der Greenbox. Ich lese jetzt vor, was ich hier als Antwort bekommen habe. Und er kann dann genau also wiedergeben, was ich hier vorlese. Okay, Joko? Okay, ich bin bereit. Der Ozean. Unendliche Weiten. Joko dringt jetzt in Tiefen vor, die nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Zieh mal dein Taucherzeug an, bitte. Taucheranzeug? Du hast da Tauchzeug. Das ja, ich hab hier eine Brille. Du bist schon im Wasser, Alter. Du hast ja! Ich bin Apnoe-Taucher, ich kann das so. So, Moment, gleich kommt der Part, wo Sie was lernen. Gleich geht's weiter. So, also die Tiefsee. Ja, wo ist denn eigentlich, also was ist denn eigentlich die Tiefsee? Die beginnt ab 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Aber unser Joko, der taucht noch weiter ab. Denn der tiefste Punkt, der ist noch viel weiter unten. Der liegt bei etwa 11 Kilometern. Das ist der Marianengraben und so weiter. Da ist es stockdunkel, da scheint keine Sonne, da gibt es auch keine Pflanzen. Aber es gibt Druck, richtig viel Druck sogar. Kannst du dir mal dieses Druckschild da dran hängen? Damit wir wissen, dass da also sehr viel Druck ist. Im Prinzip wie bei ProSieben. Richtig viel Druck. In 4000 Meter ist der Druck 400 Mal höher als an der Wasseroberfläche. Ist ja ein Ding, ne? So, und damit er diesem Druck überhaupt standhalten kann, kann er kein Mensch mehr sein, weil er würde platzen und das ist unappetitlich. Also musst du dich verwandeln jetzt in einen Tiefseeanglerfisch. Guck mal, da ist da so eine Mütze mit so einer Lampe dran. Ah, ja, ja. Ne? Wenn du ein Tiefseeanglerfisch bist, dann kannst du das gut ab. Die können mit Druck nämlich umgehen. Okay, das heißt, dann muss ich alles wieder ausziehen und bin ich jetzt nur der Tiefseeanglerfisch. Du bist der Tiefseeanglerfisch, der braucht ja keine... der braucht ja keine ja, so Taucherkrams da, ne? So, richtig krass. So, jetzt geht's aber darum, die Tiefseeanglerfische, es geht ja um die Vermehrung, wie haben die Sex, ne? Die Weibchen sind um ein Vielfaches größer als die Männchen, das ist schon mal ein Problem. Die haben auch so lange Fangzähne, sind so ein bisschen aufgedunsen und so. Ja, passt auch bei dir. So, und die sind also sehr selten in der Tiefsee. Das heißt, wenn dann mal ein Männchen ein Weibchen sieht, dann verbeißen die sich in den Körper. Kannst du dir mal dieses Bild ankleben von dem anderen Tiefseeangler links da? Das hier? Ja. Und dann, die bleiben so lange praktisch bei dem Weibchen, bis die dann irgendwann fruchtbar ist. Und dann wird es ja irgendwann zwangsläufig romantisch, ne? Ist eigentlich eine gute Taktik. Und wie machen die das? Bisschen wie Wolfgang Kubicki hat das auch so gemacht. So, aber es muss auch nicht nur ein Männchen sein. Forschende haben Weibchen beobachtet, die sage und schreibe 8 Männchen an sich dran hatten. What? Ja, ja. Das nennt man Sex. Ja. Bitte? Swinger. Genau. Das nennt man Sexualparasitismus und ist einzigartig im Tierreich. Das können nur Tiere und Wolfgang Kubicki. Klaas? Ja? Ich habe eine Quizfrage für dich. Cool. Du hast ja auch eine Quizshow. Und deswegen ist eine Quizfrage, sonst wäre es nur eine ganz normale Frage. Ja? Wo liegt der kälteste Ort des Universums? Boah, keine Ahnung. Wo soll der denn sein? Soll ich dir sagen? Ja. In Bremen. Ja, Hammer, oder? Ja, bin ich früher mit dem Niedersachsen-Ticket immer hingefahren. Na, Bremen? An den kältesten Ort des Universums? Bist du wahnsinnig? Ja, es ist sehr schattig da. Ich hoffe, du warst warm angezogen. Bisher galt der Boomerangnebel als der kälteste Ort überhaupt. Minus 272 Grad Celsius wurden da mal gemessen. 1980 war es, wo Astronomen in der NASA per Weltraumteleskop das ganze Ding entdeckt haben. Der Nebel, der übrigens wegen seiner boomerangähnlichen Form so heißt, befindet sich 47,5 Milliarden Kilometer, muss man sich mal die ganzen Nullen angucken, von der Erde entfernt im Sternbild Centaurus. Und seit 95 gilt er als kältester Ort des Universums. Ja, und Bremen soll es noch kälter sein. Ich sag mal, rund um den Hauptbahnhof ist es ein bisschen eine heißere Ecke. Also wer es jetzt nicht verstanden hat, dem können wir auch nicht mehr helfen. Und wo ist es noch dabei?
Würdest du es mir auch mal reinstecken? Also kannst du mal kurz gucken? Ich habe das Gefühl, ich werde nämlich wirklich krank. Kannst du einmal kurz Temperatur messen? Das ist mir zu eklig. Okay, gut. Das ist alles zu eklig und zu primitiv und auch zu ordinär. Sorry. Also grundsätzlich muss ich sagen, macht mir das hier eigentlich Spaß bei Galileo. Ich finde, es sind sehr nette Leute hier. Ist aber ein Drecksloch. So, ja gut, so wollte ich es nicht sagen. Aber ich finde, es hat was mit Höflichkeit gegenüber Gastmoderatoren zu tun, dass man, auch wenn man das vielleicht in der Kamera nicht sieht, einmal hier drüber wischt, bevor wir hier die alten Speckfinger hier von allen anderen. Eimann oder wer da hier angefasst hat. Allen anderen. Lass es einfach allen anderen sagen, weil das ist wahrscheinlich nicht nur Eimann. Guck mal, und da ist ein Silberfisch. Bah, widerlich. Ja, man muss aber sagen, also ich habe Silberfische auch bei mir im Bad. Vielleicht etwas, wo sie sagen, krass, der ist einer, ist wirklich ein normaler Mensch des Volkes geblieben. Der hat auch Silberfische im Bad. Ja, aber es gibt viele Leute, die das haben und viele finden die auch eklig. Wir haben uns aber überlegt, vielleicht bevor wir jetzt irgendwie die so abstempeln. Rufmord begehen bei Silberfischen. Rufmord bei Silberfischen, weil das ist eigentlich auch ein schöner Name. Ja. Fragen wir einfach mal einen. Deswegen haben wir als erstes Kamerateam der Welt mit einem Silberfisch, gesprochen und dem 5 Fragen gestellt. Entschuldigung, ich bin sehr froh, dass heute die letzte Sendung ist und ich bin sehr gut drauf. Halt's Maul, das ist die Moderation ist vorbei. So, jetzt reden wir mal über Typen, die in Höhlen wohnen, weil die gibt es tatsächlich immer noch. Hier, er hier zum Beispiel, das ist Boris, der lebt seit 5 Jahren in einer Höhle. Der war früher Pfleger und irgendwie normaler Typ. Und jetzt hat er gesagt, also ist immer noch ein normaler Typ, aber ist jetzt halt ein normaler Typ, der in der Höhle wohnt. Das ist aber hat er kein Licht, kein Strom, gar nichts? Ja, weiß man nicht. Wo macht der Pipi? Es gibt also viele Fragen, die uns interessieren, vielleicht Sie auch. Und deswegen haben wir einen Galileo-Reporter hingeschickt, der hat aber vorher im Hotel noch mal gemacht. Ich weiß. Gastgeschenk, ne? Klopapier. Was da auf einen zukommt. Ne? Wow, diese Bilder sehen ja aus wie von einem riesigen Manga-Comic. Das 4 Fußballfelder große Kunstwerk befindet sich in einer japanischen Stadt. Besonders beeindruckend die verschiedenen Farben. Aber woher kommen die unterschiedlichen Schattierungen? Ach so. Jetzt, also was das praktisch ist, was da... Weißt du ja, Wasserfarbe? Hä? Wie Wasserfarbe? Ja, weiß nicht, wenn da ein Flugzeug mit einem ganz großen Pinsel unten dran drüber fliegt zum Beispiel. Wie die das da reingemalt haben? Ja, ja, zum Beispiel. Oder mit Drohnen dann so. Vielleicht haben die das auch so gepflanzt. Das sind das unterschiedliche Pflanzen. Ich glaube, die haben da eine Schablone draufgelegt und sind dann mit so schwarzer Farbe wie so Löschflugzeuge drüber geflogen. Ich glaube, es waren Außerirdische, aber so Assis, die alles vollschmieren. Ja, und dann in so einer Schrift, die wir hier nicht verstehen. Und eigentlich schreiben sie nur Hilfe. Früher haben die noch so richtig schöne ästhetische Kornkreise gemacht, dagegen hatte ich nichts. Und jetzt machen sie Manga-Comics. Aber ihre Fratzen da überall in die Felder zu malen. Du wachst morgens auf und dann ist da auf einmal so ein Manga-Comic in deinem Feld. Ja. Ist ja die Frage, was du dann erntest. Ja, Ärger. Mit Nachbarn. Ja, was sollen wir sagen? Also eine Achterbahnfahrt von Wissensinformationsübertragung geht vorbei. Ich habe das richtig genossen. Ja, ich auch. Wir haben uns jeden Tag gesehen. Das hat mir gefehlt. Ja, den Zuschauern vielleicht auch, vielleicht nicht, wer weiß. Also, das war Galileo mit uns Zweien. Joko und Klaas. Genau. Und wir haben jetzt am Ende noch die Auflösung des großen Votings. Wer ist der bessere Galileo-Moderator, Joko oder ich? Wissensmoderator. Ich möchte das schon auch ausweiten, weil es natürlich ein ganzes Feld, was man dann auch bedienen kann. Also, das wäre eine Sendung, die ich gerne machen wollen würde. Ja. Aber wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, ob ich oder du als Gewinner, aber man ich könnte. Ich will Maischberger moderieren. Man könnte ja auch Big Pictures noch. Galileo Big Pictures gibt es ja auch noch. Ich will Anne Will moderieren. Das kannst du, wenn du jetzt gewinnst, Klaas, ist wirklich alles möglich. Okay. Gut. Gut, also dann kommt jetzt hier das Ergebnis. Ja. Ha! Wer hätte es gedacht? Wer hätte das? Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe jetzt natürlich nichts vorbereitet, weil, Dankeschön. Da habe ich selber nicht mit gerechnet. Vielen Dank. Ich habe was vorbereitet. Oh, du? Ich finde, ihr beide habt es toll gemacht, aber hier meine ersten Experimente für den Gewinner. Aber vielleicht lässt du ihn ein bisschen mit experimentieren. Und großartig. Ich hoffe, ist ja wirklich... Herr Lima Eimann, da hat jetzt genug Aufmerksamkeit bekommen auf dieses, aber ich höre Deutschland zu Hause aufatmen. In dem Moment, wo du hier gerade ins Studio gekommen bist, habe ich gemerkt, wie eine schwere Last von den Schultern der ProSieben-ZuschauerInnen fällt, denn jetzt geht es eigentlich wieder normal weiter hier. Und du bist jetzt wieder da, oder? Das dürfen wir verkünden. Ich bin jetzt wieder da. Das waren schöne 3 Tage mit euch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch gefallen. Aber wir haben für die kommende Woche noch einiges vorbereitet. Du bist am Montag wieder am Start. Genau, am Montag gibt es den Film Route 4. Das ist eine ziemlich interessante und sehr wichtige Dokumentation. Und danach haben wir noch so eine kleine Talkrunde. Also das lege ich Ihnen und euch ans Herz.
Und du bist Dienstag natürlich auch wieder. Dienstag, wir beide hier. Dienstag wieder gegen ProSieben. Gucken wir mal, ob wir uns besser schlagen. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche ja schon wieder hier. Also ja, ich drücke euch die Daumen. Viel Glück, dass ihr gewinnt. Können wir nach Hause? Ihr könnt nach Hause. Okay, gut. Ich bin am Montag wieder für Sie da. Ganz herzlichen Dank und schönes Wochenende, schönen Abend. Tschüss einmal. Vielen Dank euch. Danke für die Experimente, Carsten. Sehr gerne. Wirklich richtig toll. Also, wir sehen uns Montag. Seien Sie dabei. Alles Gute und tschüss.